Die haben meinen Vater umgebracht. Warum sollten wir jetzt hier mit denen einen Kompromiss eingehen? Müssen wir den eingehen? Ja, das ist die Phase. Das geht nicht anders. Aber wir können ja trotzdem Krieg führen, oder? Ja, aber wir haben halt weniger gute Optionen. Warte mal kurz. Muss ich jetzt pausieren kurz? Erkläre ich ihm jetzt noch den Krieg? 5 Tage bevor der Kompromiss beginnt, damit ich mehr Grafschaften damit kriege. Ich habe halt das Bündnis noch nicht gebrochen. Aber ich bin halt gierig, fleißig und eifrig. Ich glaube, wenn mein Typ hört, dass ein Kompromiss bevorsteht, findet er überhaupt nicht gut. Das würde er machen. Er würde jetzt noch diesen Krieg erklären. Kann ich noch meinen Sohn für ein gutes Bündnis verheiraten? Ja. Oh. Hey, das wird lustig. Leute, wen wollen wir als Bündnis? Frankreich oder das Heilige Römische Reich? Mit wem wollen wir den Muslimen auf die Fresse geben? Holy shit. Ich glaube, Frankreich ist näher dran und stärker. Oder, Kastilien ist noch stärker. Kastilien ist stärker als Frankreich gerade. Ja. Was glaubst du, warum ich mit dem so gut befreundet bin? Ja, dann? Weil es keine Chance gibt, mich aus seinen Fängen zu befreien. So, die Frage ist, wer mag mich denn am meisten von denen? Wahrscheinlich mögen sie mich alle nicht so sehr. Auch der Castilla, glaube ich, ne? Dass er halt auch den Ruf in die Schlacht auch annimmt. Ja, der Castilla, komm. Also, lustig, dass Castilien so krass mächtig ist, aber gut. Eigentlich sollte ich eine meiner Töchter auch noch mit Castilien irgendwie vermählen. Das Problem ist, dass bei dem irgendwie schon alle vermählt sind. Das ist sehr schade. So, und jetzt will ich hier noch schnell einen Ringenkonflikt. Und die sind auch alle schon echt alt. Die sind wirklich alle schon echt alt. Oh Gott. Kompromiss. Was gerade noch gemacht, rechtzeitig jetzt hier. Können wir jetzt keine Kriege erklären? Schon noch, aber halt für wen? Zum Beispiel dieser Konflikt gibt jetzt weniger Provinzen. Ah. Dieser Ringenkonflikt. Und ich wollte natürlich, weil ich gierig bin, will ich ja alle. Deswegen. I see. Oh, die Castilla kommen. Der Charakter kann jetzt auch mal Leute in die Schlacht rufen, weil er nicht so hässlich ist. Das ist halt total gut. Kann ich endlich meine Bündnisse auch nutzen? Wildes Konstrukt, ne? Ja, schlimm. Okay. Kommt hier Venedig und Kastilien. So, ui, jetzt könnte ich hier ein Fürstengebäude errichten. Ich könnte Lustschlösser errichten. Ah, es hat nicht geklappt. Königin Alison von Burgund ist nicht gestorben. Ich habe es versucht. Und es hat nicht geklappt. Was eine Schande. Übrigens, weil wir es neulich hatten, hier mal wieder ein sehr sympathischer Kommentar. Gerade erst eingeschaltet, hatte Maurice Streit mit seinem Friseur? Nein, der hatte schon immer so schütteres Haar. Ja, aber deswegen müsste der Friseur das doch berücksichtigen. Ihr dummen Sackgesichter, ganz ehrlich. Alter, was ist mit manchen Menschen? Also ganz ehrlich, dafür gibt's jetzt auch mal
direkt vor allem, dass man, das sagen. Auch nicht merkt beim, also, ja. Hä? Liebe Mods, die beiden bitte mal permasperren, ganz ehrlich, also, wie unangenehm. Manche Leute braucht man einfach nicht. Vielen Dank, vielen Dank. Schämt euch. Ja, yep, ja. Yep. So, und jetzt werden wir hier... Das läuft gut, Leute. Wir haben hier haufenweise Verbündete. Der hat gar nichts. Der kann noch sein Geld für Söldner rausballern. Das rettet ihn auch nicht. Das wird nun wahrlich ein Triumph für den einzig wahren Glauben hier. Ja, die Sache ist halt... Mein Dude ist sehr frustriert, weil einfach viele Dinge in seinem Leben nicht funktionieren mit der Liebe. Also hat er sich jetzt einfach ein Lustschloss gebaut. Ein Lustschloss? Ein Lustschloss. Was genau, was macht denn ein Sohn Gottes jetzt in einem Lustschloss so genau? Die Liebe Gottes verbreiten. Wenn die Frauen nicht freiwillig zu ihm kommen, dann baut er halt ein Gebäude für... Wo er zu den Frauen kommt. Also, ich verstehe die Frage nicht. Ist das Problem nicht eher, dass die Frauen, also dass die Männer nicht zu seinen Töchtern kommen? Das sind zwei unterschiedliche Probleme, die unabhängig voneinander parallel laufen. Oh, okay. Ja. Der Kaiser Hugo möchte seine Frau, also seine Tochter, auch immer noch nicht heiraten. Das ist ja immer schlimmer. Ja, er arbeitet vor allem echt dran, aber... Dann gebe ich sie doch nach England. Will sie in England wenigstens jemand? Ja, ja. In England wird sie verheiratet mit dem Haupterben von König Capgewan an Ruth von Wales. Die sind auch gut katholisch und wellisch und da wird sie Königin werden und das ist in Ordnung. Schön. Das ist eine schöne Sache, auf jeden Fall. Ist auch ein mächtiges, schönes Bündnis. Und oh, jetzt kommen sie hier oben mit 12.000 Mann. Spannend. Aber wir haben 19.000. Denn Gott ist mit uns. Achso, walisisch, nicht wallisch, ne? Was habe ich gesagt? Ich habe wallisch gesagt, glaube ich. Das habe ich, ich habe gar nicht mehr drauf geachtet. Ist ja auch egal, ist alles irgendwo da oben. Ihr wisst, was ich meine. Die einfachste Lösung ist häufig die beste. Warum sollte ich mich mit Intrigen und Manipulationen abmühen, wenn ich Kaiser Hugo einfach zwingen kann, in meinem Sinne zu handeln? Ach, jetzt wäre es fertig geworden. Allerdings ist das auch ein Akt des der Tyrannei. Ja, ist der Sohn Gottes ein Tyrann? Gelegentlich. Wenn's funktioniert. Meine Tochter wird jetzt Kaiserin von Franzien. Geil. Ich habe zwar die also ganze Zeit an dem anderen Dude gearbeitet mit ihr und habe sie auch dorthin geschickt. Dann kann ich ja jetzt aufhören zu versuchen, seine Frau da zu töten. Dann brauche ich das ja jetzt nicht mehr. Und mögen muss er mich auch nicht mehr. Ja, bist halt auch selber. Wolltest du eine Frau umbringen? Ja, ich wollte, dass Gottes Tochter nicht, wollte er nicht. Du hast sie auch verschmäht. Meine jüngste Tochter ist gestorben. Also es tut mir wirklich leid, aber ich bin verzweifelt. Und wenn man verzweifelt ist, macht man manchmal Dinge. Verstehe, okay. Ja, das verstehe ich. Ich bin ja auch hier gerade an einem Mordkomplott. So. Von daher, so Leute, jetzt holen wir uns die hier. Wir haben seine Hauptstadt, jetzt werden wir ihn in der Schlacht bezwingen. Das ist jetzt die Rache.
für unseren Vater, vor allem für das Gold, das wir an ihn zahlen mussten nach unserer Niederlage. Ich war einfach verzweifelt hier an der Stelle und habe ein bisschen Druck ausgeübt, aber der Druck, der war ja was. Und es ist ja auch nicht so, als wäre die Tochter jetzt irgendwie furchtbar oder sowas. Das klingt jetzt ein bisschen so, als wärst du eher so der Sohn des alttestamentarischen Gottes, muss ich zumindest konstatieren an der Stelle. Wieso? Ja, halt. Nur so. Allgemein. Also du meinst, weil ich so aggressiv handle, oder? Ja. So 10 Plagen auf alle, die meine Töchter nicht heiraten wollen. Okay, Leute, jetzt geht's hier. Ja, ist ja auch so. Das müssen wir schaffen. Wenn die hier alle reinkommen, schaffen wir das. Aber das passt doch. Also, es ist halt, die Sache ist, die tun so, als wäre das irgendwie eine Strafe, diese Tochter zu heiraten. Sie ist maßvoll, ehrgeizig, fleißig. Sie ist hübsch. Ja, okay, sie ist begriffsstutzig. Aber sie soll ja auch Kinder kriegen und nicht denken. Ich verstehe das Problem nicht. Und sie ist... Das stimmt. Jetzt gerade auch, also sie ist auch noch ein Küken, sie ist 14, also die hat auch noch keinen Mann davor gehabt und gar nichts, also ich verstehe nicht, warum man nicht einfach, man hätte es ja auch friedlicher machen können, ich hätte ihn ja nicht erpressen und zwingen müssen, er hätte ja auch einfach zusagen können. Das stimmt. Ich derweil habe Rache genommen. Der Sieg. Ja, guck mal, wie wir den gebrochen haben. Das ist jetzt sein neues Reich. In alle Winde zerstreut. Ja, das der mag mich jetzt ein bisschen länger Rache. Nicht, aber das wird sich schon wieder verbessern. Er wird mich schon wieder mehr mögen. So. Ich habe alle meine Aufgaben als Vater erledigt. Meine beiden Söhne haben gute Verlobte. Meine zwei Töchter sind in gute Häuser hineinverlobt. Die eine wird Kaiserin, die andere Königin. Meine jüngste Kleine ist leider verstorben. Aber damit alle meine familiären Hausaufgaben sind erledigt. Jetzt kann ich mich zur Ruhe setzen und saufen. Ja. Mehr brauchen wir nicht. Nee, das stimmt. Sich dem Alkohol ergeben. Wobei ein Festmahl wäre auch was, ne? Eigentlich. Oh, oder ich stelle einen Erzeugwart ein. Ich stelle einen Erzeugwart ein und gebe ein Artefakt in Auftrag. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Ich hätte gerne... Was hätte ich denn gerne? Ich hätte gerne eine Rüstung. Oder eine Waffe. Oder Insignien. Insignien klingen gut. Oder eine Krone. Eine Krone. Eine Krone klingt nach etwas, was ich verdient habe. Das stimmt, ich merke auch, dass auch ich noch nicht so ein prächtiger Fürst bin, wie es mir eigentlich zustehen würde. Ja, ne? Manchmal muss man da echt ein bisschen nachziehen. Ja. Insignien machen wir als nächstes, das machen wir auch noch. Ketten, ja, okay, Schmuck. Wir verdienen sehr viel Geld, also wir haben... Dadurch, dass wir von Anfang an echt viel ausgebaut haben, konstant und andauernd, haben wir echt mega viel Geld und produzieren echt mega viel Geld. Ich mache ein monatliches Einkommen von 14,1. Das ist echt solide. Und wir sind die ganze Zeit am Ausbauen von Sachen. Wir können unser Geld jetzt echt für Blödsinn ausgeben. Was für eine Festungsstufe hat deine Burg? Immer noch auf 1, glaube ich. Ah, du bist immer noch eine kleine, lausige Einserborg, ja. Und du? Ich bin eine Zweierborg. Ich habe eine Festungsstufe von 6.
Ja. Und wir arbeiten bald, wenn wir können, an einer Ringburg. Dann geht das noch weiter hoch. Ja, ja. Das ist ja schlimm. Ja. Ah, meine Kathedrale ist auch... Na, die ist noch nicht fertig. Die braucht noch lange. Aber die ist auch dabei. Das ist schön. So. Ja, dann brauche ich ja meinen Galant gar nicht mehr, weil jetzt bin ich meine Frauen ja losgeworden. Ja, wobei, ich packe mir einmal einen Skill in Hof machen. Das kann ich echt brauchen. Vielleicht schaffe ich ja dann wirklich noch eine Affäre, bevor ich sterbe. Weil so wird es ja eher nichts werden. Ich finde es aber sehr schade. Ich finde es sehr, sehr schade, dass ich keine... dass ich keine Gemeinschaft mit meinem besten Freund von Kastilien eingehen konnte. Wir sind leider alterlich mit dem, wie wir Kinder bekommen haben, so weit auseinander, dass das nicht funktioniert hat, unsere Familien zu verbinden. Oh. Ich habe noch keinen Hof, Leute. Ich bin immer noch Herzog. Pia ist, wir können es mal kurz zeigen, ist halt hier im kastilischen Königreich. Sie ist da sehr mächtig und sehr groß. Aber Kastilien ist halt ist truppenstärkemäßig. Guck mal, das hier ist... Oh, ich sehe gerade auch erst. Guck mal, wie weit Frankreich gerade reicht. Ja, Frankreich ist riesig. Das ist Franzien. Frankreich ist auch halb England gerade, ja. Ja, das ist das, wo meine Tochter reingeheiratet wurde. Da ist sie. Ja, nicht schlecht. Aber der hier hat mehr Truppen. Ja, das ist mein bester Freund. Ja. Und Kaiser Manfred, dem Heiligen Römischen Reich geht's nicht so gut. Irgendwie. Guck mir an, wie da hier so Lothringen noch so sich reingezeckt hat und so. Weißt du, woran das liegt? Dass der keine von meinen Töchtern geheiratet hat. Das verstehe ich, ja. Ui. Und Elvira de Monteroso ist auch noch schön passend französisch geworden in ihrer Erziehung. Die habe ich noch schön französisch fertig erzogen, weil sie ja jetzt Kaiserin von Frankreich wird. Hat sie auch passend den französischen Haarstil da noch übernommen. Das ist eine passende Frisur dafür, Ibiza. Oder? Ja, ich habe schon Mallorca, ich will jetzt bitte Ibiza auch. Weil das Ibiza muslimisch ist, geht nicht. Jeanne d'Arc, das ist so eine perfekte Frisur, die sie da hat. Das ist echt großartig. Das ist echt großartig. Wird mir korrekt angemerkt, der Kaiser von Franzien selbst hält aber nur eine Grafschaft persönlich. Deswegen ist er so schwach von den Truppen her. Da könnte eine Rebellion schon ganz gut Stress machen. Ich weiß nicht, ob ich meinen Hauptsitz nach Santiago verlegen möchte. Also ja, ist mit der Kathedrale schon echt cool, aber auf der anderen Seite bin ich in einer Stadt, die einfach 6 Gebäude haben kann und die Kathedrale ist eine Stadt mit nur 5 Gebäuden. Deswegen... Ich sehe gerade, ich habe diese Frau, die ich vorher umbringen wollte, ich habe mich gefragt, was mit dem Komplott passiert ist. Es ist weg, weil ich sie gefangen genommen habe im Krieg. Das ist die Frau von diesem Emir hier, gegen den wir vorher den Krieg verloren haben. Der will sie aber auch nicht auslösen, weil er sie als einen unwichtigen Höfling sieht. Seine eigene Ehefrau. Aber ist die ist maßvoll, treuherzig, großzügig, nachsichtig, ist die liebste Ehefrau, die du haben kannst. Ich wollte sie auch umbringen, aber ich hatte gute Gründe dafür. Er will sie... Ja, dann, also ich meine... Das Geile ist aber auch... Ist es die? Nee, der hat inzwischen das Bündnis auch über eine andere gesichert. Das heißt, okay... Gut, er hat halt genug andere Frauen, oder? Wahrscheinlich, weil diese... Nee, hat er nicht mal, nee, oder? Keine Ahnung, was bei dem Sache ist, aber ich werde seine Frau einfach mal schnell verbrennen. Weil...
ich verliere Anspannung sogar dadurch, dass ich die jetzt verbrenne, weil ich so ein Eiferer bin. Die Frau? Ja. Das hat mich jetzt, Anspannung hat mich jetzt das reduziert. Das ist eine spannende Sache, Hexen auf den Scheiterhaufen zu werfen. Ah. Das ist lässig. Das ist gut. So. Bündnis mit König Sancho. Ja. Wie ist das nochmal entstanden? Ah ja, war mein... Meine Katholika. Katholika, jetzt fertig ist quasi. Jawohl. Ist der Sohn Gottes. Also, unersättlich, religiöser Eiferer, fleißig, ein Verführer und ein Trunkenbold, ein athletischer, begriffsstutziger Pilger. Okay. Hä, was genau urteilst du gerade über mich? Ich lese nur vor. Ich lese nur ganz neutral, wertneutral. Wertneutral, so, so. Die Eigenschaften deines Charakters. Aha, wertneutral. Chat, hattet ihr das Gefühl, dass das gerade wertneutral ist? Ich bin sicher, Chat hatte genau dieses Gefühl. Aha. Mein Chat sagt nein. Mein Chat ist verlogen und gemein. Ey, also ich möchte ja keinen Stress bei dir auslösen, ne? Mhm. Aber ich würde jetzt ein bisschen Stress bei dir auslösen, weil ich dich darauf hinweisen möchte, dass meine zweite Burg jetzt auch schon die zweite Stufe erreicht hat. Also in meiner Hauptresidenz, die Zweitburg, hat jetzt ein höheres Festungslevel als deine Hauptburg, Maurice. Ich verstehe, okay, dass du geizig bist, aber... Ja, das Problem ist, Pia, die katalanische Kultur, wir sind noch nicht so weit, sehe ich gerade. Könnt ihr gar nicht? Nee, wir sind... Das tut mir ja leid. Wir sind nicht so am Start. Wir brauchen dafür Hurden, oder? Oder was brauchen wir dafür? Ich dachte gerade, du sagst, wir brauchen dafür Huren. Festung, wir haben einfach noch nicht die hohe Innovation der Festungsmauer erfunden. Das wundert mich, weil ich bin das Oberhaupt von meiner Kultur und ich bin nicht klug. Ich bin auch das Oberhaupt von meiner, ich kümmere mich jetzt drum. Komm, entdeckt mal bitte die Festungsmauer. Danke. Das ist echt nicht so schwer. Du brauchst doch keine Hurden dafür. Festungsmauern brauchst du nur. Dafür, genau, ja. Haben wir auch nicht, wir haben nichts. Das ist ziemlich traurig. So, meine Freunde, die Frau, die du verschmäht hast, ist jetzt Kaiserin Elvira von Franzien und sie ist eine scharfsinnige Intellektuelle geworden. Ja. Aber halt auch nur hübsch, ist nur hübsch, ne? Alter Maurice. Ich meine, so jetzt sagt er, jetzt hat er, dieser Ketzer hat gerade zur Kaiserin von Franzien gesagt, sie sei nur hübsch. Du hast offensichtlich einen Knick in deiner Optik, wenn die Kaiserin für dich nur hübsch ist. Ja. Und sie spricht mehrere Sprachen. Sie kann unter anderem, tatsächlich habe ich gerade gesehen, Arabisch. Ja, aber das ist eine Ketzersprache. Warum sollte man die können? Damit man die Ketzer meine auf Frau ihrer Muttersprache ist... beleidigen kann. Meine Frau ist wunderschön. Okay, und sie ist auch reizbar geworden. Sie hat häufig Wutausbrüche. Das ist nicht so optimal. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Die guckt auch echt nicht so zufrieden drein. So, jetzt habe ich eine Krone. Königin Berchte. Hat auch keine guten Stats. Ja, vielleicht war sie doch nicht die beste Partie. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Er hat es zugegeben, Chat. Er hat zugegeben, dass es nicht die beste Partie war. Ich bin zufrieden. Tja. Schade. Man merkt deine aufrichtige Trauer. Ja, also Trauer würde ich es nicht nennen, aber... Ja, Trauer würde ich es nicht nennen. Was jetzt hier durchkommt, also durch diese Kompromissphase, können wir...
wenn die uns genug mögen, können wir bei anderen KI-Charakteren einen Waffenstillstand durchsetzen. Da kommen total die lustigen Interaktionen. Lass mal gucken, was bringt denn jetzt eigentlich die Kompromissphase alles? Sie nehmen leichter weißen Frieden an, längere Waffenstillstände, weniger Gold für Waffenstillstand kaufen. Lustig. Und Verteidiger sind stärker. Und es gibt, wir können keine Religionskriege jetzt gerade erklären. Wobei, Karim sagt gerade, es gibt auch arabische Christen. Und gerade Vertreter der Kirche haben Arabisch gelernt. Einmal für Missionierungsarbeit und zum anderen, um die religiösen Quellen der anderen zu kritisieren und zu widerlegen. Es passt ergo eigentlich sehr gut. Tja. Ja, schön, Maurice. Dass du hier wieder deinen fancy Religionswissenschaftler im Chat hast, um meiner uninformierten Bigotterie hier Fakten entgegenzusetzen. Ich tue hier mal ein paar Deserteure festnehmen, um mich abzureagieren. Ich bin ein bisschen interessiert. Dankeschön, Karim. Ja, schlimm hier. Das war sehr passend, gerade für mich. Komm, da werden diese Deserteure hingerichtet. Ist doch ein Hoftutor, der desertiert ist? Warum? Wie kann denn mein Hoftutor desertieren? Was soll denn das? Es ist schön, dass wir diese Kathedrale gebaut haben. Es ist echt großartig. Die bringt uns viel. Wie kann man bei so einem Chef wie Maurice nur desertieren? Ja, ich weiß es nicht. Ja, das kapiere ich auch nicht, ehrlich gesagt. Felicia ist nicht alleine in ihrem Versuch, meine Gunst zu gewinnen. Immer häufiger nähert sich mir mein Ratspittel Gräfin Theresa. Nee, auf die habe ich keinen Bock. Und ihre anfänglich höflichen Komplimente werden immer intimer. Na, jetzt erzählt Gräfin Theresa mir, dass Felicia wahnsinnig ist vor Eifersucht und versucht hat, sie zu vergiften. Das würde sie niemals machen. Nein. Ich bin auch ein bisschen zu betrunken, um wirklich zu verstehen, was das heißt. So. Ich habe jetzt auch mein Chateau, mein Lustschloss. Das macht mich sehr glücklich. Offensichtlich schmeißen sich die Frauen dir auf einmal den Hals. Das hat funktioniert. Das Lustschloss funktioniert, ja, auf jeden Fall. Ey, ich gebe mein ganzes Geld eigentlich konstant nur für den Ausbau meiner Gebiete aus. Und das ist richtig geil. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel Geld nur in Gebiete einfach reingeknallt. Ich habe so viele Tausende reingeschmissen mit bis jetzt. Langfristig lohnt sich das sehr. Ich glaube, also gut, wir beide spielen es ja auch viel sonst so, aber wo ich mir das immer sehr abgewöhnt hat, sind so diese Multiplayer-Events, die wir oft haben, so Ränkespiele und so. Weil da ist es oft so, dass das sich nicht rechtzeitig auszahlt. Nee, halt nee, innerhalb das ist von einer Session. Das und ist da zu wenig dann, gucken. Ja. Das ist dann zu wenig, aber... Ach, meine Vasallin Gräfin Theresa soll eine außerehrliche Affäre haben. Ich wäre also nicht mal der Einzige gewesen. Oh. Und dann ist das Kind auch noch ein Albino. Da hast du... Das passiert, wenn man unzüchtigen Sex hat. Ja. So einfach geht das. So, wir werden das... Wir werden das Kind, die kleine Elisabeth, werden wir zum Papst schicken. Damit sie doch noch... Ach, ich kann die gar nicht zum Papst schicken, weil die auf einem anderen Hof ist.
Ey, diese Kompromissphase kotzt mich total an gerade. Ich kann überhaupt keine guten Kriege erklären. Das ist doch... Also ich will doch... Ich meine, ich habe jetzt Rache genommen, ne? Für meinen Vater. Mhm. Und für das Geld, das ich verlor. Aber... Wie hast du dir das Geld ausgerechnet oder hast du dir einfach überlegt, welches Geld du gern gehabt hättest? Ich habe 1000 Zivilisten für jede Goldmünze hinschlachten lassen, die ich verlor. Ah. Wie man das so macht. Ja. Okay, ja. Klingt ganz nett. So, die andere Frage ist ja, warum hat Katholika noch kein Kind geboren? Ah, von der könnte ich aber eine Sprache lernen. Das finde ich ganz cool. Ey, der Dude von Kastilien lebt immer noch, ne? Ja. Sein Sohn und Erbe ist mittlerweile schon 50. Der Erbe von seinem Erben ist schon 30. Die gucken auch entsprechend grimmig drein. Guck dir mal seinen Erben Ramiro Fernandes an. Ja, ich der war ist mir nicht happy, dass er mit 50 noch nicht König ist. Ich war mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die aus deiner Familie irgendwie kommen, weil die dann abscheulich werden. Nach unten hin. Ich habe mich da mal eingeheiratet in die Familie. Ah, daher kommt das. Na gut. So, was ist da jetzt? Ah, jawoll. Die nächste Ehe wurde hier erfolgreich abgeschlossen. Großartig. Mein Zweitältester ist jetzt auch erfolgreich verheiratet mit Amelie de Pontigny. Großartig. Jetzt fehlt nur noch, dass meine jüngste Tochter, die Schwester, nee, das sind ja nicht, ja, doch, die Zwillingsschwester von der Kaiserin, die muss jetzt noch verheiratet werden, aber ihr Verlobter ist erst 12. Und auch in der damaligen Zeit erlauben sie mir diese Ehe dann nicht. Verstehe ich gar nicht. Bitte? Verstehe ich überhaupt nicht. Ich bin so ein bisschen jetzt gestresst. Auch meine Burg verbessern. Hm? Ich bin ein bisschen gestresst, dass die Kaiserin noch kein Kind bekommen hat. Ich habe das Gefühl, so dieses Bündnis, dass sie Kaiserin ist, wird irgendwie erst rechtmäßig, wenn sie ein Kind gemacht hat. Dann ist das so... So ist sie irgendwie nur frisch vermählt, ne? Das erste Kind, das finalisiert das. Ja, aber bis dahin kann sich der Kaiser auch jedes Mal noch entscheiden, so... Vielleicht ist es ja gar nicht so... eine tolle Gattin, ne? Ja, genau. Sie muss halt einmal schwanger werden, einen Sohn kriegen, dann ist die Erbschaft gesichert und wenn sie dann ausgetauscht wird, ist halt doof, aber dann habe ich da zumindest den lebendigen Beweis dafür, dass sie Kaiserin war in Form vom Erben, so. Ja. Hallo Alucard. Nee, ich werde nicht meine eigene Tochter verführen, damit sie schwanger wird. Nein, Leute, nein, 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 nein. Das ist nicht die Brutmutter gerade. Wir sind unangenehm, aber wir sind enttrunken, Bolt. Wir sind nicht inzestiös. Dafür hat er nicht die Eigenschaften. Hallo, Jerry. Ich habe aus irgendeinem Grund den Prinz von Böhmen bei mir zu Gast, der auch wirklich Ansprüche auf das Königreich Böhmen hat. Aber er ist besessen. Mein Bischof soll ihm nun den Dämon austreiben. Ja, ihr seid Herzog, aber ihr seid auch außerdem ein aufgeblasener Schwein, das seinesgleichen sucht. Das ist meine Frau, die das gerade zu mir gesagt hat. Okay. Das ist ja eine spannende Geschichte, dass meine Frau das zu mir sagt. Ja, finde ich auch. Dann würde ich jetzt mal mit einer anderen Frau schlafen. Die ist 23 und die sagt nicht, dass ich ein aufgeblasenes Schwein bin.
weiß nicht, ob du das mit dem Sohn Gottes richtig interpretierst, Pia. Hä? Wieso? Ich weiß es nicht. Ich kann jetzt ein Schiff aus reinem Silber. Bauen. Ein Schiff aus reinem Silber. Aus irgendeinem Grund. Sagt er, der nur mit gierigen Charakteren spielt seit Anfang an. Ja, also mein Ratsverwalter kommt halt irgendwie an mit, er hat halt Seefahrt studiert. Und man könnte doch vielleicht unsere Armada verbessern und so. Vielleicht hat er auch gesehen, dass wir halt Mallorca erobert haben und will uns zur Seemacht machen. Und das Schiff bringt mir halt Flottentempo, Verschiffungskosten und so, Küstenvorteil. Und Mallorca, also gibt hier mehr Geld. Das Silberschiff ist vor allem, mal kurz auf Pause, ist die Standardauswahl. Warum ist das ist wieder so ein Webern-Moment? Warum nimmt das Spiel automatisch, dass ich mein Geld für ein silbernes Schiff rausballern möchte, wenn ich nicht klicke? Das finden auch beide, halten das für eine dumme Idee, witzigerweise. Zwei Leute haben Vorschläge. Das ist die Idee, die alle dumm finden. Ich kann halt Prestige dafür bekommen, was ich gerade wirklich nicht viel habe. Das könnte sich sogar lohnen. Aber nur für 26%. Ich werde jetzt versuchen, mich von meiner Frau scheiden zu lassen. Die mag mich eh nicht. Ha? Ich habe nur gerade, mir ist gerade festgestellt, ich bin ja Sancho der Goldene. Dankeschön. Nicht Sancho der Silberne. Warum sollte ich ein silbernes Schiff wollen? Das ist ja, Silber ist ja das niedere Metall verglichen mit Gold. Deswegen glaube ich, diese Gelder lassen sich anderweitig besser verwenden. Und es fällt mir jetzt gerade erst auf. Also ein bisschen extravagant ist ja okay. Aber wenn Sancho der Goldene auf einem silbernen Schiff segelt, machen sich doch alle lustig über ihn im Club der Millionäre. Dankeschön, Timos, für die 8 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Nee, warum sollte mein Kind weg sein, wenn ich mich von meiner Frau scheiden lasse? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Was hat denn mein Kind mit meiner Frau zu tun? Das weiß ich nicht. Aber die mag mich ja nicht mal. Also, ich habe da auch kein schlechtes Gewissen. Die hat gesagt, ich bin ein Schwein. Und das hat sie halt auch gesagt. Also, da habe ich gerade keine Liebe mit einer anderen gemacht. Ne? Also, oh, es gibt eine Fraktion gegen mich. Gräfin Velaskit, 16, Bluterin, Keusch, Frau. Ja, viel Glück. Ich wünsche ganz viel Glück beim Rebellieren. Ach, mein Hofarzt ist gestorben an Altersschwäche. Das gefällt mir tatsächlich gar nicht. So, jetzt kann ich endlich hier auch meine Burg aufrüsten. So. Ach, hast du es jetzt gelernt? Ja, wir haben jetzt viel investiert. Spät aber doch, ist ja immerhin was, ne? Ja. Wow. Du wirst immer ein bisschen stolz auf mich sein. Ja. Ich werde jetzt auch noch meinen Hauptsitz entwickeln. Auf geht's. So, ich habe eine neue Hofärztin. Das ist super. Sache ist, die wäre eigentlich auch ein recht guter neuer Hoftutor, ne? Ja, die ist klüger als mein jetziger Hoftutor. Auch
all mein Geld in diese neue Burg investiert, nur um hier gleichzuziehen. Okay, damit haben wir das. So. Hof machen. Komplottstärke, Liebesdinge, durchbrennen. Wundervoll. So viele neue Dinge, die wir da jetzt gerade ermöglichen. Was ist dein Typ eigentlich? Gib mir mal einen Überblick über deine aktuellen amorösen Abenteuer, Pia. Ich habe nur einen. Ich bin nicht so erfolgreich mit meinen amorösen Sachen. Aber also, er ist halt ein bisschen frustriert tatsächlich an der Stelle. Okay. Das hat halt in erster Linie damit zu tun, dass er leider, ja, einfach ein Ungustel ist, glaube ich, so ein bisschen. Er ist auch dauernd besoffen. Das hilft auch nicht unbedingt. Ein Ungustel? Ein Ungustel, ja, genau. Ist das ein österreichisches Wort? Das ist ein österreichisches Wort, ja. Ich liebe es. Ungustel, ja, ja. Also das ist ein schönes Wort. Das nehme ich jetzt auf. Das nehme ich jetzt auf in meinen Sprachgebrauch, glaube ich. Ich muss ganz kurz hier Pause drücken. Bei mir im Chat wird es gerade sehr gefeiert. Jawohl. Das ist sehr schwierig. Meine Affäre Felicia war schon sehr lange nicht mehr bei mir. Und jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob die vielleicht eine Affäre hat. Was ironisch ist, weil sie meine Affäre ist. Ich kann sie jetzt fragen, ob sie eine Affäre hat. Ich werde ihr aber einfach nachspionieren, weil ich habe ein gutes, gesundes Verhältnis zu Frauen, das mich meine Mama gelernt hat. Natürlich, natürlich, ja. Ich glaube tatsächlich, dass der gerade so ein bisschen seine Midlife-Crisis durchlebt. Also die Erwartungshaltung an ihn als der Sohn Gottes war sehr, sehr hoch. Wie du ja auch schon bemerkt hast, hat er seine Mutter geheiratet quasi. Und jetzt, wo er seine ganzen Aufgaben erfüllt hat und die ganzen Kinder quasi erledigt sind und sein Reich ausgebaut wurde und er hat ja gar keinen Stress. Es gibt für ihn keinen Grund, Kriege zu führen. Er muss nicht mal militärisch stark sein, weil er ist der beste Freund von seinem Lehnsherrn, der wahrscheinlich der stärkste gerade überhaupt ist. So, also er ist einfach, er säuft und feiert und ihm ist langweilig. Deswegen hat er sich auch ein Lusthaus gebaut und irgendwie sucht er nach mehr. Und jetzt hasst seine Frau ihn, oder sie hasst ihn nicht wirklich, aber sie ist halt zornig und genervt. Und Frauen, die zornig und genervt sind, sind anstrengend. Und jetzt sucht er halt ein bisschen nach Aufregung. Also so wie sich andere Männer, genau wie mein Chat sagt, andere Männer würden sich jetzt einen Porsche kaufen. Er kauft sich eine Frau. Ja, das verstehe ich. Also und meine Dynastie hat sich ja so ein bisschen aus der Hässlichkeit rausgekauft, indem wir ständig attraktive Frauen mit Geld und Reichtum an unseren Hof gelockt haben. Und jetzt sind wir endlich nicht mehr hässlich. Ich kann das nachvollziehen. Eben. Ja, aber das funktioniert nicht. Also Karam schreibt gerade, der Typ von Giorga ist eigentlich schon fast eine spanische Variante von Heinrich dem Achten. Übergewichtig, grausam und nicht viele Affären. Wir sind eigentlich nicht grausam. Wir sind eigentlich ziemlich dumm. Wir haben auch nicht unendlich viele Affären. Also er versucht's. Wir hatten, ich glaube, alleine mit dem Charakter 3 oder 4 Mal dieses Happening, wo du dann quasi mit deiner Affäre das erste Mal rankommen würdest und es nicht klappt und du dann einfach versuchst, mit beiden Frauen was zu haben und dich dann keine mehr will. So. Also er hat gerade jetzt seine erste richtige Affäre und der spioniert da jetzt nach, weil er glaubt, dass sie ihn betrügt. Das würde ich aber auch verstehen, wenn ich mit 50 das erste Mal Erfolg bei den Frauen hätte, dass man da so ein bisschen misstrauisch wird. Also, ich möchte an dieser Stelle sagen, zumindest meine Tochter ist keine, Enttäuschung. Weil Kaiserin Elvira von Franzien ist schwanger. Das ist fantastisch. Ja. Die bekommt sogar relativ bald jetzt ihr Kind. Ist schon sehr viel Zeit vergangen, fällt mir gerade wieder auf. Ja, die Kaiserin ist schwanger. Ist das Weltklasse. Also meine. Im Gegenzug zu der Tochter, die du mir geschickt hast, ne? Die ist nämlich nicht schwanger. Was? Die ist 19.
Das heißt, sie ist gleich alt. Oh, und sie hat einen Sohn geboren. Prinz Henry von Franzien. Darf ich euch bitte vorstellen, die Kaiserin von Franzien hat mit 19 einen gesunden kleinen Thronerben für Franzien geboren. Das ist die Frau, die du verschmäht hast, Maurice. Merke es dir. Ich bin mit meinem Sohn Sancho, der Rächer Gottes, auch sehr zufrieden. Ja, das sagst du jetzt. Was? Guck mal, der ist tapfer. Ja, ist ja auch in Ordnung. Wenn du meinst. Ja. Was? Also. Ich bin mit meiner Burg zufrieden, mit meinem Sohn zufrieden. Ist alles super. Ja. Ich versuche hier ein bisschen Unzufriedenheit zu sehen. Du bist gierig. Gierige Charaktere sind dafür prädestiniert, immer unzufrieden zu sein. Weil alles immer besser sein könnte. Ne? Ich glaube, also mein Chat hat mich auch gerade darauf hingewiesen. Ich glaube, ich habe zu viele Leute im Kerker, die ich. Dankeschön, Moxie, für die 8 Monate und ganz viel Spaß hier weiter. Dankeschön. Der ist doch muslimisch. Den können wir doch verbrennen. Ist eine Anspannung runter. Und hier auch. Immer wenn mich irgendwas frustriert, verbrenne ich ein paar Gefangene. Also du hast die jetzt gerade umgebracht, Pia, könnte man sagen. Durch deine Sticheleien hatte ich keine andere Wahl, als mich abzureagieren, indem ich ein paar Leute verbrenne. Das will ich so festhalten. Mein Enkel wurde mit 500 Prestige geboren. Ich bin zufrieden. Sehr schön für dich. Sehr schön für dich. Ganz toll, wir sind alle stolz. Mhm. Hoffe ich. Hoffe ich doch auch wirklich. Also, ich bin auf jeden Fall sehr stolz auf sie. Ja, das denke ich mir. Ja. Ich hatte gerade einen neuen Spruch, den hatte ich noch nie. Wenn du den Papst um Geld anbietest... Moment. Jeder ist irgendwann einmal nackt. Der schwierige Teil ist, dass die Truppe Jongleure genau zu dem richtigen Zeitpunkt in die Gemächer von Herzogin Major kommen zu lassen und dafür zu sorgen, dass genug Diener anwesend sind, die über das daraus resultierte Chaos tratschen. Ich nehme an, Major würde alles tun, damit die sicherlichen entflammenden Gerüchte nicht noch zusätzlich anheize. Was? Ach, ich hab eine Intrige gegen meine Frau. Du schickst jetzt nackte Jongleure in ihr Gemach. Nee, sie war nackt. Als die Jongleure reinkamen? Ja. Okay. Aber ich brauche ein Druckmittel gegen den Papst, nicht gegen sie, um mich scheiden zu lassen. Bitte? Da siehst du auch nichts irgendwie Verkehrtes dran? Nee. Okay. Sie hat gesagt, ich bin ein fettes Schwein. Sie hat das verdient. Ja, aber darum geht's nicht. Ja, das verstehe ich. Natürlich bin ich ein fettes Schwein, also... Guck dir meinen Charakter an, aber... Clip, Leute, Clip! Das hat sie halt trotzdem nicht zu mir zu sagen. Ja, das stimmt, das stimmt. Nee, am Morgen werde ich sie nicht. Das ist ja grausam, Leute. Nur demütigen. Ihre Ehre willst du ermorden, ihre Würde. Das war doch nur so ein Spaß. Stell dich nicht so an. Das ist ein Prank, Bro? Ja, eben. Also wenn sie das lustig ist, sie muss halt ein bisschen mehr Humor haben und darf nicht alles so ernst nehmen. Das verstehe ich, ja. Es ist so schön, wenn man einfach mal ekelhaft sein kann. Warum habe ich so wenig... Chance, diese Leute hier zu ermorden. Ich habe übrigens eine Burg auf Stufe 2 habe ich sogar schon, nämlich Saragossa. Das habe ich erobert und das hat davor jemand anderes ausgebaut. So machen wir es ja auch in meiner Dynastie. Alles, was wir nicht selbst machen oder bauen oder so können, erobern wir uns halt. Mhm, das klingt auch gut. Das klingt ja, smart auf jeden Fall. Nimmt sich halt. Es steht uns ja auch Mighty zu. Dankeschön, Mighty, für die 34 Monate. Da werden auch alle Zuschauer mir sicher zustimmen und sich einig sein, dass es mein gutes Recht ist, eine Burg mindestens Stufe 2 zu haben.
So, die Frage, die sich mir gerade stellt, ist, was für ein Dynastievermächtnis bekommt mein Charakter? Ich glaube, Heiratsannahmen plus 30, weil das war so sein Hauptthema in seinem Leben. Das würde, glaube ich, passen, oder? Ja. Ich glaube, das passt. Inhaltlich. Ich kann es immer noch nicht glauben, mein Enkel wird Kaiser. Ah, ist das schön. Ja, wart mal ab, ne? Noch ist ja nicht so weit. Was wart ja ab? Also Franzchen kann ja immer noch fallen. Nein. Nein. Nein, nein, Franzchen wird nicht fallen. Oder zersplittern. Nein. Warum sollte das passieren? Das weiß ich nicht. Wie soll ich an Uraka im Privaten... Das ist kein Satz. Ah, ich muss rausfinden, wie sie so im Privaten ist. Ich werde galant und reizend sein, weil ich bin... Ich bremse nicht. Also dieser Ring, ich lasse mich halt nicht auf den Kompromissphase ein. Wir sagen dir auch einfach, dass wir auf sie stehen. Ich werde trotzdem die Kriege erklären, die ich kann, weil zu viele Heiden verunstalten noch unser schönes Iberien. Ich sag dir einfach, dass ich auf sie stehe, weil... Wenn ich den halt jetzt, wenn irgendwie andere sagen, lass uns den anfreunden und so, Sancho der Goldene ist nicht überzeugt. Er ist einfach nicht überzeugt, weil er weiß, nehmen wir uns noch ein Artefakt. Was passiert. Wenn man auch, weißt du, sein Vater hat diesen einen muslimischen Fürsten hier mit einer Grafschaft leben lassen. Und der hat es ihm wie vergolten mit einem Mord. Hat ihn einfach umgebracht. Deswegen weiß Sancho der Goldene, dass man diesen Menschen nicht trauen kann. Die Verzweiflung in der Stimme. Ja, also er versteht das wirklich nicht, wie sich diese Kompromissphase durchsetzt. Ja, Sunlight auf jeden Fall. Nachdem er doch alles tat. Ja. Machen wir eigentlich nachher, damit sie schwanger wird. Quasi allen klarzumachen, was das für Leute sind. Wir ziehen in den Krieg. Gegen wen? Gegen Emir Khiempal ibn al-Fadi von Baya. Finde ich gut. Mein Lehnsherr hat ihm den Krieg erklärt. Ja, weg mit ihm. Dein Lehnsherr ist offenbar ein guter Typ. Jawohl. Ich laufe da gerade mit. Ich unterstütze den dabei. Rein. Es sind 9.300 Mann. Wir sind 14.000. Was hat er da für einen Krieg erklärt? Um welches Gebiet? Ach so, nur um dieses eine kleine Gebiet. Ja, aber... Ich finde das toll, also dass wir hier gerade Kriege führen, während wir eigentlich gerade in der Friedensphase sind. Ich finde den Dude sympathisch. Vor allem, wer ist in dieser, also wie ist die überhaupt zustande gekommen? Wir haben doch Iberien über zwei Generationen in Blut getränkt. Wie ist dabei der Kompromiss rausgekommen? Ich glaube nicht genügend Blut. Vielleicht. Als ich mich gerade für die Nacht zurückziehen will, spielt sich vor meinen Augen eine unfassbar unterhaltsame Szene ab. Mein Sohn Jakob verfolgt nackt wie am Tag seiner Geburt meinen Hofnarren mit einer Axt. Kommt hierher, gebt mir meine Kleider zurück oder ich hacke euch in Stücke, schreit Jakob. Oh, mich kriegt ihr nie. Ich brauche eure Kleider, um mir mein kuscheliges Narrennest zu bauen. Kinga kichert und will einen Arm voll gestohlene Kleidung davontragen. Das finde ich manchmal extrem lustig. Ich werde einfach nur... lachen. Das verstehe ich.
Gut. Ach, der Kompromiss kommt immer automatisch. Das passiert einfach von selbst. Da kann man nicht mal was beeinflussen. Oi, 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 oi. Jetzt müssen sie Gas geben. Jetzt müssen sie Gas geben. Ja, gut. Ich hatte ein bisschen Angst um meine Armee, ganz kurz gerade. Langsam klappt's mit den Geliebten. Plural? Ja. Plural. Was passiert denn so? Ich habe jetzt 3. Guter Typ, dein Charakter. Ja, ich habe das Gefühl, die Lustschlösser, die waren's. Aber ich meine, ist ja auch, finde ich schon beeindruckend, ne? Wenn, also, das ist ja wie wahrscheinlich heute ein fettes Auto zu haben. Ja, und ich habe 3 Autos. Ja, eben, genau. Auch noch 3 prächtige. Die eine ist 27, die andere ist 21. Und die dritte 26. Ja, ist doch super. Ja. Ich finde das auch großartig. Also ich sehe da auch überhaupt keine Problematik gerade drin. Nee, du bist ja der Sohn Gottes. Alles, was du tust, ist ja per Definition rechtschaffen. Ah, wundervoll. Meine Schwiegertochter Amelie hat ein Kind geboren. Benenne den nach meinem anderen Sohn. Oh! Und meine Affäre ist schwanger. Ups. Das war nicht so gut. Oder ist nicht so gut. Ach, der ist immer noch nackt. Mein ältester Sohn. Ja, es gibt einen Dschihad. Das habe ich gesehen. Der abscheuliche Kalif Davlat hat einen heiligen Krieg gegen die unschuldigen Bewohner von Jerusalem ausgerufen. Dankeschön, Mr. Frenchnudel, für die 5 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Kann er es wagen? Ich bin gerade am Überlegen, was für ein Monster, ob ich meinen ältesten Sohn zu einem Mönchen machen soll. Das ist der nackt ist. Dann wird mein zweitältester Erbe. Und es würde sich anbieten, weil ich bin enttäuscht, dass der noch immer kein Kind zur Welt gebracht hat. Und ich habe ihn ja auch gerade ausgelacht. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, das mache ich. Das bietet sich an. Selber schuld, dass er noch immer kein Kind bekommen hat. Dankeschön, das für den Prime Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Jihad total dabei, also als religiöse Eiferer. Das ist ja genau, mir kommt es ja gerade total entgegen. Hier in Iberien sind die Leute weich und schwach geworden. Die machen Bündnisse mit den Heiden, also Kompromisse, und sagen mir, du darfst jetzt bitte nur ein Gebiet pro Überfall dir einverleiben. Die Leute in Jerusalem, das sind noch Leute, die wissen, dass man den Glauben mit dem Schwert verteidigen muss. Die sind nicht fett und dekadent geworden, wie hier, wir hier in Spanien. Das ist genau, das sind meine Leute. Da will ich nun wahrlich hin. Für wahr. Sobald die Armee wieder bei voller Stärke ist, werden wir aussegeln. Und hier unseren Teil tun. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wie funktioniert das? Du musst auf den Dschihad gehen. Ja, nein, ich meine, wie funktioniert das, dass wir von einem Dschihad mit angeregt, also warum kann ich mich bei einem Dschihad anschließen? Du bist eine Verteidigerin natürlich. Ach, also wir sind Verteidigend. Halt, ich war so verwirrt gerade. Nee, die greifen unseren Glauben an, Pia. Die Ketzer
die Geier kreisen um Jerusalem. Ich werde auf der jeden Sohn Fall Gottes helfen. Nicht, ja, das kann doch der Sohn Gottes nicht rechtmäßig mit ansehen. Nee, das tue ich auch nicht. Um Gottes Willen, das tue ich auch nicht. Das wäre ja absurd. Das ist Maurice von GameStar. Der Tedman schreibt gerade: Maurice, bester Gaming-Reporter ever. Bitte weiter so. Dann solltest du vielleicht bei ihm in den Stream gucken. Der streamt nämlich on a regular basis selber. Einfach unten auf Squad-Modus klicken und dann kommst du bei ihm in den Stream und kannst uns dort einmal reinschreiben. Hallo. Das waren meine Rollo. Jetzt werde ich ganz rot. Was ist mit deinen Rollos, Pia? Ich muss kurz Pause drücken. Meine Rollo sind schon wieder runtergefallen. Oh. Ich hasse die Rollo.